eigenen vier Wände zum Gähnen langweilig sind, ist es Zeit für eine Raumrevolution. Vor allem, wenn es so viele Möglichkeiten gibt. Mit Fließtapeten ist der neue Look nur wenige Handgriffe entfernt. Als erstes wirft Marie die Altlasten über Bord. Nach vier Arbeitsschritten klebt dann der neue Wandbelag. Schritt 1, Kleister. Er wird in Wasser angerührt. Aber warum rührt sie nicht? Und natürlich nicht zu viel. So wie es auf der Packung steht. Hallo? Hallo? Geht doch. Also nochmal, den Kleister rührt man ein, damit es keine Klumpen gibt. Dann landet er entweder auf der Tapete oder direkt an der Wand. Aber nicht zu viel auf einmal vorstreichen, sonst trocknet der Kleister, bevor die Tapete drauf ist. Es folgt Schritt 2, die Tapete. Die fertig zugeschnittenen Bahnen müssen nicht einweichen. Marie klebt sie einfach auf die Wand. Oben und unten lässt sie was überstehen. Fließtapeten dehnen sich nicht aus und ziehen sich nicht zusammen. Lücken zwischen den Bahnen schiebt Marie einfach zu. Außerdem reißen Fließtapeten nur sehr schwer ein. Also keine Angst, packen Sie ruhig richtig zu. Es folgt Schritt 3, andrücken. Ist die Tapete drauf, muss die Luft raus. Blasen unter dem neuen Wandschmuck schiebt man einfach zu den Rändern. So geht das Tapezieren blitzschnell. Und schon sind wir bei Schritt 4, schneiden. Oben und unten steht noch ein Rest Fließtapete über. Der muss weg. Einfach den Spachtel als Schiene benutzen und mit einem scharfen Messer entlang schneiden. So easy wie die Fließtapete an die Wand kommt, kriegt man sie auch Jahre später wieder runter. Nie wieder kratzen. Ein absoluter Heimwerkertraum. Marie betrachtet stolz ihr Werk. Es sieht, naja, ganz in Ordnung aus. Aua, au, okay, okay. Raumrevolution gelungen. Der neue Fließtapeten-Look ist ein echter Hingucker.